Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Malte Werner, der Geschäftsführer der WTM Management Consulting GmbH. Mit ihm sprechen wir über hybride Führung. Herr Werner, ich begrüße Sie ganz herzlich beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Bechstein. Wo kommen Sie denn her? Heute aus Dortmund. Aus Dortmund, na wunderbar. Wir sprechen heute über ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Und zwar geht es um hybrides Arbeiten und vor allem auch um hybride Führung. Denn die Digitalisierung hatte gerade in den letzten 2 Jahren die Arbeitswelt so ein klein wenig auf den Kopf gestellt. Wir wissen alle, Zoom-Konferenzen, Homeoffice und so weiter sind eben kein Nischenprodukt oder Nischendienstleistung mehr, sondern gehören heute zum ganz normalen Arbeitsalltag. Aber welche neuen Anforderungen kommen denn zum einen an die Führungskräfte heran und was bedeutet das für die gesamte Arbeitsorganisation? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine ganz schöne Menge, was da Neues entstanden ist. Also eindeutig ist, dass es heute darum geht, wie man Teams zusammenhält, obwohl die Leute nicht mehr regelmäßig ins Büro kommen. Das erleben wir in allen Firmen, in allen Branchen und die Bereitschaft von Menschen, ihren Arbeitgeber zu wechseln, ist so hoch wie nie. Und das hat damit zu tun, dass natürlich ein Teil der Identifikation wegfällt. Ja, früher sind alle zusammen ins Büro gegangen, man hatte seine Abteilung, seinen festen Arbeitsplatz. Heutzutage bleiben viele im Homeoffice und haben vielleicht auch flexible Arbeitsplätze, weil Büroflächen abgemietet werden. Das heißt, die Frage ist für mich als Führungskraft, wie schaffe ich das eigentlich, dass die Leute sich noch mit dem Team, mit der Firma und ja, generell mit ihrem Arbeitsinhalt identifizieren. Das heißt, ich kann also als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin schauen, oh, da kriege ich ein bisschen mehr Geld oder der, weiß ich nicht, der Inhalt ist vielleicht irgendwie ein bisschen spannender und bin schnell bereit zu wechseln, weil ich eben nicht mehr diese emotionale Bindung habe zu meinen anderen Kolleginnen, zu meinen Führungskräften, zum ganzen organisatorischen Ablauf. Ja, das ist ein Aspekt. Also wenn Sie heutzutage irgendwo in Kreis Ostwestfalen-Lippe auf dem Land leben, wo es schön ist, ja, ich selber bin im Sauerland groß geworden, ja, dann können Sie heute, wenn Sie einen reinen Homeoffice-Job annehmen, überall in Deutschland oder womöglich auch in der Welt arbeiten, für jede beliebige Firma. Das heißt, die Frage, die sich die Unternehmen stellen müssen, ist, wie kann ich attraktiv sein für die Leute, die das haben wollen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie kann ich die Mitarbeiter, die ich heute habe, binden und vorsorgen, dass sie nicht abwandern. Das ist gerade in Zeiten von Fachkräftemangel eine wichtige Frage. Und da sind eben ganz besonders die Führungskräfte gefordert, die sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen müssen für ihre Teams, dass sich die Leute da auch wohlfühlen und gut arbeiten können. Lassen Sie uns doch mal über 2 ganz wichtige Parameter sprechen. Vertrauen und Kontrolle. Ich kann mir vorstellen, dass wenn alle Teams nicht mehr so wirklich zusammenarbeiten, ja, wie will ich denn nachkontrollieren? Ja, am Ende natürlich, wenn ich ergebnisorientiert bin und du musst das und das liefern zu der Zeit, okay, aber ansonsten verliere ich ja so ein bisschen den Bezug auch auf das Vertrauen und auf die Kontrolle, dass alle Teams, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen untereinander genau das liefern, was sie eigentlich sollen. Was sind denn die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Spagat zwischen Vertrauen und Kontrolle? Wie kriege ich das hin? Ja, ich würde mal die steile These aufstellen, dass es vielleicht einfacher geworden ist, den Spagat zu halten. Weil sie früher die Möglichkeit hatten, als Führungskraft ihren eigenen Stil zu entwickeln und möglicherweise eher in Richtung Kontrolle zu gehen oder in Richtung Vertrauen. Ja, das waren 2 Möglichkeiten, die beide gut funktioniert haben. Und heute ist es so, dass sie kaum noch die Möglichkeit haben, wirklich zu kontrollieren, selbst wenn sie es wollten. Ja, weil die Leute eben nicht mehr vor Ort im Büro sitzen, sondern teilweise die ganze Woche oder die halbe Woche oder wie viel auch immer im Homeoffice. Das heißt, ihnen bleibt diese Möglichkeit eigentlich gar nicht mehr. Wenn Sie jetzt aber mit der Haltung rangehen und sagen, ich begreife Vertrauen als notwendiges Übel, ja, ich muss jetzt eben vertrauen, dann wird das nicht gut funktionieren. Also Vertrauen ist was sehr Sensibles, was sehr Fragiles möglicherweise, kann aber auch was sehr Starkes sein, wenn man da investiert und sich die Mühe macht und auch die Haltung innerlich hat, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und wenn wir über Vertrauen reden und über Führungskräfte und Mitarbeiter, ist es wichtig, dass das Vertrauen beidseitig ist. Und da gibt es im Wesentlichen 3 Faktoren. Das eine ist die Kompetenz, nehme ich den Gegenüber oder das Gegenüber als kompetent wahr. Das kann die Fachkompetenz sein, aber das können auch andere Kompetenzen sein,
Führungskräfte können ja heutzutage gar nicht mehr in jedem Detail drinstecken. Dafür gibt es viel zu viele Spezialisten. Das ist die Kompetenz. Das Zweite, was total wichtig ist, ist die Integrität. Nehme ich meine Führungskraft, nehme ich meine Mitarbeiterin, meinen Mitarbeiter als integer wahr? Ja, verlässlich, hält er sich an das, was er vorgibt zu sein? Sind die Werte klar? Ist die Haltung klar? Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist das Wohlwollen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man auch gut beeinflussen kann. Nämlich, bin ich meinen Mitarbeitern gegenüber wohlgesonnen? Ja, meine ich es gut mit denen? Und wenn das ehrlich gelebt wird, dann kommt das Vertrauen eigentlich von ganz allein. Okay. Wenn ich Probleme mit dem einen oder anderen habe, aufgrund von Erfahrungen, von Glaubenssätzen und so weiter und so fort, was mache ich? Suche ich mir Coaches? Arbeite ich an mir? Wie, wenn ich meinen Job liebe, ich möchte weitermachen, weil ich merke, irgendwie klappt das nicht so mit dem Vertrauen. Wie kann ich daran arbeiten? Ja, ist eine gute Frage, weil das auch häufig die Gründe sind, warum Menschen Firmen verlassen. Mhm. Ja, weil sie sagen, da gibt es Konflikte. Und ganz wichtig ist, dass es die Möglichkeit gibt, das zu adressieren. Ja, also das ist mal die Basis, die es immer braucht. Also es gibt natürlich je nach Konflikt, wie fortgeschritten der ist, unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten. Manchmal ist auch die Trennung die einzige, wenn auch bestenfalls letzte Lösung. Ja. Aber es gilt viel weiter vorne anzusetzen und ein Klima zu schaffen, in dem auch Kritik geübt werden kann, sachlich, aber eben auch auf der Beziehungsebene, sodass das professionell geschieht. Und da kann man natürlich Schulungen machen, da kann man Coaches hinzuziehen, wenn schon sehr groß ist der Konflikt. Auch eine Klärungshilfe oder Mediation. Also da gibt es vielseitige Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man die Dinge besprechbar machen kann. Wenn wir über Führung sprechen, dann ist es ja heutzutage viel mehr als das Messen von irgendwelchen Performances. Welche Führungsaufgaben werden denn durch die sogenannten New Work-Ansätze einfacher? Und in welchen Bereichen wird Führung vielleicht gerade auch ein bisschen komplizierter? Ja, also ich fange mal mit dem zweiten an, wo es komplizierter wird. Es wird wichtiger, dass Sie ganz gezielt den Kontakt zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Ja, also der Watercooler-Talk, wie man im Englischen sagt, oder das Gespräch in der Kaffeeküche, ja, das ist das, was zwischendurch passiert. Man begegnet sich auf dem Gang und fragt, wie geht es den Kindern, wie läuft es mit dem Hausbau, was macht das Auto oder was auch immer. Ja, das sind Dinge, wo Sie schnell in Beziehungen kommen zu den Leuten. Und das passiert einfach im Vorbeigehen, sprichwörtlich oder wortwörtlich. Ja. Wenn die Leute jetzt nicht mehr im Büro sind, dann passiert das gar nicht mehr. Und da ist es ganz, ganz wichtig und das ist komplizierter geworden, dass Sie als Führungskraft so nah an den Leuten dran sind, dass Sie diese Dinge trotzdem mitbekommen und da so die Beziehungsebene stärken. Führung ist immer Arbeit mit Menschen und da kommt es auf die Qualität der Beziehung an und daran muss investiert werden. Das heißt, das ist komplizierter geworden, weil es eben nicht mehr im Vorbeigehen passiert, sondern extra sich Zeit genommen werden muss dafür. Einfacher geworden ist, denke ich, überhaupt in Kontakt zu kommen mit vielen Menschen, die möglicherweise nicht in der Region leben. Ja, da bin ich wieder beim Mittelständler in der Provinz, der jetzt die Möglichkeit hat, seinen Data Scientist, der normalerweise nicht auf dem Dorf ausgebildet wird und lebt, ins Unternehmen zu integrieren. Das ist eine große Möglichkeit, die dadurch entstanden ist, definitiv. Und überhaupt die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist natürlich deutlich vereinfacht worden. Ja, das ist sehr einfach, aber gerade Onboarding-Prozesse von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die vielleicht woanders leben oder gerade auch junge Menschen, die wirklich sehr stark drauf visiert sind, zu sagen, hey, ich brauche mehr Homeoffice, weil, keine Ahnung, vielleicht muss ich früh um 10 ins Fitnessstudio, ich bin am fittesten und ich arbeite super, super gerne nachts. Wie kann ich denn diese Kompliziertheit dieser Onboarding-Prozesse wieder ein bisschen vereinfachen? Oder wie kann ich daran arbeiten, dass das einfacher gestaltet werden kann? Ja, also meine große Empfehlung für Onboarding ist tatsächlich die Präsenz. Also sich zumindest einmal wirklich zu treffen. Vertrauen schaffen, das geht auch digital. Da bin ich fest und überzeugt. Aber es ist deutlich aufwendiger und langwieriger. Und die Qualität von dem Vertrauen entsteht ganz maßgeblich, wenn ich die Person eins zu eins, so wie wir zwei hier heute angesichts zu Angesicht, wenn man sich da treffen kann und wirklich den anderen in der Ganzheit wahrnehmen kann. Das ist wirklich das Wichtige. Und die Investition lohnt sich, das Ganze am Anfang zu machen, weil dann die ganze Zusammenarbeit über einen längeren Prozess viel einfacher wird und viel, viel, viel bessere Früchte trägt. Welche Vor- und Nachteile bringt denn diese neue Arbeitsrealität, von denen auf der anderen Seite auch nicht jeder gleichermaßen partizipieren kann? Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an. Ich erlebe in vielen Firmen, dass es darüber auch Konflikte gibt. Ja, also die Frage, wie viel Homeoffice überhaupt oder mobiles Arbeiten generell
Darf denn ich haben? Darf der andere haben? Da geht es zum Beispiel um Fragen von Menschen, die in der Produktion arbeiten und Menschen in der Verwaltung. Die einen können durch ihren Job überhaupt kein Homeoffice machen und die anderen schon. Dann ist es manchmal auch eine Generationenfrage. Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass die erfahrenen Mitarbeiter, die sozusagen den Büroalltag gewohnt sind, wenig Verständnis für die Generation Z haben, die jetzt langsam nachkommen und sagen, ich möchte von zu Hause arbeiten, eben wie Sie es formuliert haben, ich möchte morgens ins Fitnessstudio und dann aber abends lieber ein bisschen länger arbeiten. Da entstehen natürlich zahlreiche Konflikte und da ist es wichtig, das auch mit der Unternehmenskultur zusammenzudenken und zu gucken, wie können wir uns als Firma dahin entwickeln, dass beides sein darf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Menschen in der Produktion, die erfahrenen Mitarbeiter oder die Menschen, die grundsätzlich gerne in Präsenz arbeiten, die mitzunehmen und nicht zu überfahren in diesem Wandel und gleichzeitig sich aber zu öffnen für die Menschen, die eben diese neuen Formen der Zusammenarbeit möchten. Und da die Waage zu halten und da zu vermitteln, das ist eine ganz, ganz wichtig gewordene Kompetenz, nicht nur von Führungskräften, sondern generell von allen Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Ja, es prallt so viel aufeinander gerade. Ne? Die Digitalisierung, die voranschreitet, dann natürlich die Auswirkungen der Pandemie, wo auch einige Büros schließen mussten. Dann gerade die Babyboomer gehen so nach Rente, die Neuen kommen nach. Es ist gerade sehr, sehr bewegt auf dem Arbeitsmarkt, sagen wir mal so. Denken Sie, wir haben die Auswirkungen der digitalen Arbeitswelt als Gesellschaft und auch als, ja, als Wirtschaft vollständig erfasst? Auf keinen Fall. Ich glaube, da kommt noch jede Menge auf uns zu. Viel Spannendes, viel Schönes. Manches macht uns auch manchmal Angst. Ja? Ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, wir gestalten den Wandel. Ja? Wir krempeln die Ärmel hoch und anstatt den Wandel über uns ergehen zu lassen und uns zu ergeben, gehen wir aktiv hin und gestalten ihn für uns. Und was mich besonders beeindruckt hat, es gab eine Studie vom World Economic Forum von 2019. Und die haben gesagt, dass sie gehen davon aus, dass heute 2/3 der Grundschulkinder irgendwann mal Jobs haben werden, die wir heute noch nicht kennen. Das heißt, es werden so viele neue Jobs entstehen, von denen wir heute nicht wissen, dass es sie überhaupt mal geben könnte. Ja, also ich stelle mir das so vor, wenn ich meine Großmutter nach Influencern gefragt hätte. Genau das Thema hatte ich auch gerade im Sinn. Und ich finde das einen sehr zu respektierenden Beruf. Ich bin selber natürlich keiner, aber ich stelle mir das trotzdem sehr anspruchsvoll vor. Und ich glaube, von dieser Tragweite werden ganz viele neue Jobs entstehen und wir haben heute noch keine Ahnung, wohin das führen wird. Das heißt, da gibt es ganz viel, was noch unerforscht ist und gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, dass es auch einen großen Anteil von Menschen geben wird, die wieder in Präsenz zusammenkommen. Zum Beispiel gibt es einige Studien, die zeigen, dass Kreativität alleine im Homeoffice nicht funktioniert. Ja, sie brauchen den Austausch von Mensch zu Mensch im echten Leben, sage ich mal, ganz analog. Das heißt, da wird es ganz viel Ausprobieren geben, ganz viele Dinge, die getestet werden. Man wird sich die Finger verbrennen, man wird Fehler machen und das darf man auch und soll man auch. Und so muss jedes Unternehmen für sich den richtigen Weg für die nächsten Jahre, Jahrzehnte finden. Ich mag Ihre positive Sichtweise und Sie haben komplett recht. Neugierig bleiben, dran arbeiten und auch keine Scheu davor haben, auch mal Fehler zu machen. Herr Werner, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren und ich freue mich auf den nächsten Besuch. Dankeschön. Ja, danke Ihnen fürs Gespräch.